Ja, die Reise begann schon mal ganz gut, denn wir kamen von Dresden gerade mal nur bis nach Leipzig und mussten dann eine ganze Stunde warten, weil der Zug ausgefallen war. Dafür konnten wir dann aber einen anderen nehmen und konnten eigentlich direkt damit durchfahren, was wiederum gut war. So, meine Lieben, wir sind jetzt endlich in Prien angekommen. Also wir sind übrigens nach Prien gefahren, das ist in Bayern, am Chiemsee. Und da machen wir nämlich jetzt unseren Urlaub und der geht jetzt Scheiße, ich hab fünf Tage. Ich hab was reingedrückt. Es geht nicht mehr raus. Ich rufe jetzt niemanden an. Ja, und ich dachte mir mal, ich mache jetzt mal eine kleine Roomtour, solange es noch ordentlich ist. Viel Spaß. Also hier ist der Eingang und man kommt von Eingang direkt in die kleine süße Küche. Also man hat hier alles, einen leeren Kühlschrank. Können wir die Zucchini gleich mal reintun. Dann hat man hier den Flur. Ist auch voll süß. Dann geht man hier weiter. Und dann hat man hier das Badezimmer. Ist auch ganz süß. Kann ich das denn gleich besetzen? Ja, kleinen Moment. So. Genau. Und hier ist der Hauptraum. Also hier hat man dann direkt das Bett. Bringt also nichts. Dann hat man hier so eine ganz kleine Couch. Hier hat man noch einen Balkon. Voll schön. Mega. Ist auch eine mega, mega schöne Straße. Die ist halt schön ruhig. Ja, dann hat man hier einen Fernseher. Radio und hier so einen kleinen Esstisch. Klein, eigentlich groß. Genau. Ja, dann viel Spaß auf Toilette. Ja, das war die Roomtour und ich würde jetzt einfach mal sagen, du gehst aufs Klo, ich packe ein bisschen aus. Der Lichtschalter ist hier durch. Ja. Genau, leben uns erstmal ein kleines Stück ein. Ich habe nämlich irgendwie noch mega Bock Sport zu machen. Und da wollen wir noch in den Lidl gehen. Wir haben nämlich schon einen Lidl entdeckt. Der ist direkt eigentlich am Bahnhof. Mal schauen, dann vielleicht ein bisschen hier durchlaufen. Also heute ist jetzt noch nicht so groß geplant. Ich meine, es ist jetzt auch um 15 Uhr. Weil die Deutsche Bahn irgendwie es wieder voll gerissen hat. Ja. Mann, ich gucke immer in den Bildschirm. Ja, und was darfst du nicht machen? In die Linse rein. Das ist jetzt während du aufnimmst. Das ist irgendwas mit den Ohren. Was? So was Fettes. Ja, somit ging Tag 1 eigentlich auch schon für uns zu Ende. Und wir haben dann eigentlich, wie ihr seht, nur nach Abend gegessen, ein bisschen geredet und dann im Bett nur noch rumgechillt und etwas mit Dokus geschaut. Unser zweiter Tag begann dann, wie so oft dann auch, mit Avocado-Brot zum Frühstück. Und dann haben wir unsere Rucksäcke gepackt und sind dann eigentlich auch direkt runter zum Strand gelaufen. Da gab es nämlich einen Fahrradverleih und da haben wir uns für den gesamten Tag Fahrräder gemietet und sind das erste Mal an den See. Hallo, also wir haben uns jetzt übrigens gerade Fahrräder ausgeliehen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Weil wir haben nämlich vorher, waren wir in der Stadt und haben so eine Karte gekauft und da kriegt man alles ermäßigt. Also das kauft man für 28 Euro und dann kriegt man halt alles so ein bisschen ermäßigt und das rentiert sich dafür, was wir eigentlich jetzt die Tage alles machen wollen und deswegen, genau. Jetzt sind wir hier das erste Mal am See. Also wir sind jetzt beim zweiten Tag heute und ja. Und man sieht die Berge gar nicht. Nur für dich. Oder soll ich ihn halten? Boah, das soll die Fliegen auf das Stirn. Richtig viel. Ja. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir wahrscheinlich fast 60 Kilometer heute fahren werden. Da. Das ist unsere Strecke. Ne, bin ich jetzt richtig? Ja. Und da. Und da sind wir bei 56,7. Und wir haben hier irgendwo angefangen. Und sind bis jetzt bis hier hingekommen. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Läuft. Ja, und so ging dann eigentlich unsere Fahrradtour auch weiter. Wir sind an wunderschönen Stränden vorbei und durch Wälder, durch Felder und teilweise auch auf Straßen und an einer Autobahn vorbeigefahren, was ich schon ein bisschen krass fand. Ja, und es war wirklich immer sehr abwechslungsreich. Die Strecke war wirklich
richtig, richtig cool. Also wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Und am Ende hat es sogar noch angefangen zu regnen und zu gewittern. Und das fanden wir aber eigentlich ganz cool, weil das hatten wir uns auch so ein bisschen gewünscht, da wir halt eigentlich sowieso total verschwitzt waren. Und wir hatten noch unsere ganzen Regensachen eingepackt und die wollten wir natürlich irgendwie auch verwenden, weil die haben wir ja den ganzen Tag jetzt mitgeschleppt. Und ja, so hat man mal irgendwie die Fahrradtour bei schönem Wetter gemacht, wie ihr seht, bei blauem Himmel. Und dann das Ende einfach noch ein bisschen verregnet. Also man hat es halt irgendwie in verschiedenen Facetten irgendwie erlebt und gesehen. Und auch die Berge, die sahen dann auch komplett nochmal anders aus. So, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag eher. Wir haben jetzt schon Freitag. Gestern habe ich nicht mehr gevloggt, weil wir mega fertig waren. Wir waren total kaputt. Also uns hat alles weh. Wir lagen Stunden nur noch im Bett bis kurz vor 11, oder? Und dann irgendwann sind wir endlich dann eingeschlafen. Also was heißt eingeschlafen? Wir hätten schlafen können, aber es wäre viel zu zeitig gewesen. Wir haben noch die dumme Show. Genau, wir haben so eine witzige Show geguckt, die war ganz witzig. Wir haben auch noch Abendessen gemacht. Ja, und jetzt geht's los zu so einer Bergbahn. Heißt das Bergbahn? Stadtbahn? Bimmelbahn? Bimmelbahn. Irgend so eine Bimmelbahn. Und mit der fahren wir jetzt. Und dann wollen wir Schiff fahren gehen. Mit der fahren wir jetzt. Wir sind jetzt auf dem Schiff und warten noch auf die Abfahrt. Wir sind auf der Herreninsel angekommen und die ist voll schön. Man sieht die voll gut hin. Wir haben schon voll viele Bilder gemacht, wir haben schon Videos gemacht. Bilder, Videos, alles drum und dran. Und wir sind nur am Ufer bis jetzt angekommen. Wir sind noch nicht mal weitergegangen. Also, und wir sind jetzt schon total begeistert. Wir werden das allererste, was wir jetzt machen, ist die Insel komplett erkunden. Und dann gehen wir in das Schloss rein. Es geht die Ente mit dem Schild auf einem Bein. Die direkt an uns dran. Ach, hier vorne. Also das ist erstmal die komplette Insel. Wie groß ist die? 230 Hektar. Okay. Leute. Wie schön ist das bitte? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es geht so weit hinter, man sieht hinten das Wasser. Und wenn ich mich einmal umdrehe, das ist so verdammt schön, Leute. Das ist übelst krass. Also am liebsten hätten wir euch ja wirklich Aufnahmen von drinnen gemacht, aber das war leider wirklich verboten. Aber ich kann euch das wirklich wärmstens ans Herz legen, euch das mal anzuschauen, wenn ihr da irgendwie mal sein solltet. Und ja, wir sind eigentlich die meiste Zeit dann nur durch den riesen Wald dort gelaufen und haben uns ja über dies und jenes unterhalten und den Spaziergang einfach nur genossen. Und dann sind wir auch noch zum Essen und da gab es dann Pommes und Salat. Oh, das ist noch sehr nah rangezoomt. Das will ich jetzt, glaube ich, nicht. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen und sind eigentlich auf dem Weg zum Rückweg. Auf dem Weg zum Rückweg, genau. Es ist verdammt warm. Aber es war so, so schön und uns gerade aufgefallen, wir haben uns einfach 5 Stunden auf dieser Insel verbracht. Das ist schon krass. 5 Stunden. Überhaupt nicht schlimmer. Überhaupt nichts. Wir sind halt wirklich die ganze Insel einfach nur lang gelaufen. Wir waren eigentlich auch die ganze Zeit im Wald oder so. Also richtig wandern eigentlich und ja, schon krass. Und wir waren jetzt eine halbe Stunde davon eigentlich nur im Schloss. Ja. Genau, und jetzt machen wir eigentlich wieder zurück zum Schiff und machen dann noch zur Fraueninsel. Aber die ist viel, 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 viel kleiner. Deswegen hoffe ich mal, wir brauchen nicht länger als 1 Stunde. Wie ist das denn hier an? Also sind wir doch voll in der Zeit. Ja, und auf der Fraueninsel haben wir dann eigentlich nichts groß gefilmt, aber sie war wirklich sehr, sehr schön und schnuckelig, also wirklich ganz süß. Und ja, an dem Abend haben wir dann auch nichts weiter mal gemacht, also wir sind dann nochmal einkaufen gegangen und dann haben wir einfach den Abend wieder ausklingen lassen mit einer Doku oder mit irgendeiner Witzserie, keine Ahnung. Ja, und das war es dann eigentlich auch von dem dritten Tag. So Leute, wir haben uns heute noch gar nicht begrüßt oder was auch immer. Wir haben heute den letzten richtigen Tag, also wo wir komplett hier sind. Und heute haben wir uns vorgenommen, die Kampenwand hochzuwandern. Und dann noch über so eine, wie heißt das, Panorama-Blick irgendwie Strecke. Und dann, ja, mal schauen, wie lange das dauert. Weil es gibt hier eigentlich auch so eine Seilbahn, kann man hochfahren. Und die wäre für uns auch kostenlos, weil wir da so ein Ticket gekauft haben. Aber
Das machen wir noch runterzugs und wollen hochlaufen, weil sonst wäre der Tag ja irgendwie wieder sinnlos. Das heißt wieder, kein Tag hier war sinnlos. Ja, und hier sind voll faire Parakleider. Also das ist so cool. Ich würde das auch am liebsten machen, aber... Also für die komplette Wanderung haben wir so circa 3,5 bis 4 Stunden gebraucht. Also für den Aufstieg. Und natürlich sind wir am Ende wieder in den Regen gekommen, aber das war wieder ganz schön. Und ja, also das Klettern war eigentlich wirklich das Tollste an dem Ganzen. Wir sind jetzt, wie lange, vielleicht 15 Minuten gelaufen. Nee, so kommt's rüber. So kommt's richtig rüber, ja. So? Also und das wird jetzt wahrscheinlich die komplette Strecke sein. Und wir sind erst 15 Minuten gelaufen und schon total am Schwitzen. Hier so gelaufen, irgendwie so. Nee, hier. Dann hier. Hier. Hier und jetzt sind wir anscheinend hier. Das sind erst 1,5 Stunden oder sowas. Ja, und wir waren noch hier so irgendwie hin. Da hoch. Inmitten unserem Weg kreuzen uns einfach Kühe. So, meine Lieben, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dieser Mix aus so Vloggen und einfach so ein Voice-Over machen hat euch auch ein bisschen gefallen. Ja, das Video ist auch etwas länger geworden, aber falls ihr irgendwie auf Instagram einfach mal vorbeischaut auf meinem Profil, da habe ich auch alle Insta-Stories nochmal gespeichert. Also ihr könnt euch den gesamten Urlaub dort nochmal ansehen. Und ja, da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!